Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ihr habt es euch in den Kommentaren gewünscht, ihr habt es euch im Stream gewünscht. Es ist soweit, ich stelle euch das VGC-Team vor mit Genehmigung von Rotzfrech, von dem ich das Team habe. Und da gehen auch nochmal Shoutout raus an Rotzfrech aus dem Stream. Team besteht aus Despota, Rotom, Hippoterus, Friedwurf, Diktri, Knackrack ist ein absolutes Sandsturm-Team mit Rotom, Schwebe für Erdbeben und Voltwechsel für schnelle Wechsel. Im Prinzip, wenn ihr gegen einen kämpft, gegen einen Gegner, müsst ihr nur eine Sache beachten. Nehme ich Despota, weil ich ein Feuer-Pokémon brauche? Oder nehme ich Hippoterus, weil der Gegner Feuer-Pokémon hat? Das heißt, Cremanzo, Kürtel und Delfinator nimmt ihr Hippoterus. Despota bei Monetigo, allen Pflanzen, Stahl-Pokémon, Maskagato, Kramurx und so weiter. Dann können wir mal durchgehen, die ganzen Pokémon. Auf Despota ist ein Walband, Terra-Typ Feuer. Attacken, Knirscher, Feuerschlag, Eis, Sand, Steinkante. Feuerschlag müsst ihr euch mit einem TM beibringen. Und Fähigkeit, ganz wichtig, Sandsturm. Hartes Wesen. Und Angriff von KP hoch. Man kann aber auch überlegen, so 2, 3, 4 KP wegzunehmen und auf Inne zu packen, damit man schneller ist als andere Despota, weil es geht mir übel auf den Sack, dass andere Despota schneller sind als ich. Und wo ich so drüber nachdenke, mache ich das auch direkt. Ich nehme 2, 3 KP weg und gebe mir ein bisschen Inne. Es ist übel nervig, wenn das andere Despota schneller ist. KP einsetzen. Nein, ich habe keine KP mehr. Angriff, Verteidigung, Spezial. Ich habe keine KP mehr. Okay. Aber ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen weniger KP machen und dafür ein bisschen mehr Innet. Rotom mit Überreste ist, glaube ich, selbsterklärend. Immer Überreste. Terra-Typ ist eigentlich scheißegal. Müsst ihr nicht ändern, auch wenn ihr Wasser drauf haben solltet. Weil ihr macht Rotom 1 von 100 Mal auf Terra. Fähigkeit ist klar, Schwebe. Und dann wichtig, Verteidigung hoch und Angriff runter. Dann hat er 324 Verteidigung und 270 Spezialverteidigung. Die EVs sind komplett auf KP verteilt. Ich glaube so ungefähr 20 auf Verteidigung und 6 auf Spezialverteidigung. Als Attacken braucht er Hydropumpe und Voltwechsel. Ganz wichtig, Irrlicht mit dabei für jeden Angriffsangreifer, zum Beispiel Knackrack, sehr gut, da macht er noch die Hälfte Schaden oder Epitaph. Und Schutzschild, weil es hat da Überreste, das ist mal sehr gut. Als nächstes haben wir Hippoterus mit Beulenhelm. Da auch wieder Sandsturm drauf. Ich weiß nicht, welches Wesen das ist, auf jeden Fall Spezialverteidigung hoch, Spezialangriff runter, dann hat es beide Verteidigungswerte auf 270. Sehr gut, 420 KP. KP komplett hoch machen, Spezialverteidigung komplett hoch machen. Attacken, Erdbeben, Tagedieb, Steinhagel, Gärner. Ihr habt auch schon in dem einen oder anderen Video gesehen, wie wichtig Gärner sein kann. Als nächstes Friedwurf. Friedwurf habe ich mir so ein bisschen selber ausgedacht. Ganz wichtig natürlich die Sandscharrer-Fähigkeit im Sandsturm-Team. Damit hat der doppelte Init, das ist übel nice. Mit 380 Init ist er sogar schneller als mein Diktri. Er ist sogar schneller als Maskagato, meine ich. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie hier die Werte sind. Also Angriff auf jeden Fall komplett hoch auf 330. Und dann glaube ich 20 KP, 7 Init sowas, würde ich vermuten. Ihr könnt aber auch komplett auf Verteidigung gehen. Wegen der Weste kriegt man ab 50% mehr. Ihr könntet also auch komplett auf Verteidigung und komplett Spezialverteidigung gehen. Und dann auch noch ein Spezialverteidigungswesen. Also das gleiche Wesen wie Hippoterus. Hippoterus. Das gleiche Wesen wie Hippoterus. Dann hat er bestimmt über 400 Spezialverteidigung. Ist auch geil. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Bestimmt witzig. Angriff hat er dann bestimmt 280 ungefähr. Man ballert eh nur letzte Ehre. Psychobeißer habe ich nur, falls ein Olangar irgendwelche
Schilde setzt, Knuddler nur gegen so Trikefalo und Schattenstoß, wenn man eine Erstschlagattacke braucht. Also eigentlich könnte man den auch komplett auf Verteidigung spielen, vielleicht mache ich das noch. Diktri, eins der wichtigsten Pokémon in dem Game, in dem Team, mit Fokusgurt, Terra-Typ Boden, aber der ist auch nicht so wichtig, und komplett auf Init und Angriff ballern. Init hoch, damit es 372 Init hat, damit seid ihr schneller als fast alles außer Maskagato. Ein Fiaro ist schneller. Ist gar nicht so viel schneller. Also Maskagato, Fiaro, was ist noch schneller? Ich glaube, sonst brauche ich nichts. Sonst ist auch nicht schneller. Klar, Erdbeben drauf, Tiefschlag als Prio-Attacke. Ganz wichtig, Tiefschlag trifft nur, wenn das Pokémon, was ihr damit angreift, auch eine Angriffsattacke drückt. Greift ihr damit ein Pokémon an, was zum Beispiel Verhöhner drückt oder Hypnose oder irgendwas, was keinen Schaden macht, dann trifft Tiefschlag nicht. Da müsst ihr also aufpassen. Und Gegenschlag. Gegenschlag macht mit 1 KP, mit Fokusgurt 200 Schaden und haut jedes Trikefalo alles. Eigentlich haut es alles weg. Gegenschlag haut alles weg. Und noch ein Steinhagel für Zurückschrecken. Und dann noch Knackrack. Den habe ich jetzt einmal benutzt, habe ich auch verloren, das Game. Knackrack fühle ich nicht, spiele ich nie. Wird auch ausgetauscht gegen Lucario sehr wahrscheinlich oder gegen ganz anderes Pokémon. Schaue ich mal. Ihr könnt Knackrack reinnehmen, ihr könnt, wie gesagt, Lucario reinnehmen. Vielleicht Cramor könnte ganz geil sein. Ihr könntet Cramorx mit reinnehmen für Rückenwind. Aber sehe ich nicht. Also, ich benutze nie. Ich benutze immer entweder Hippo oder Despota und dann diese drei hier: Diktri, Friedwurf und Rotom. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen zu habt, gerne unten in die Kommentare oder meinem Stream vorbeischauen. Oder auf dem Discord, da helfen wir gerne. Lucario wäre geil, ja. Ich habe mir überlegt, für heute mal Lucario reinzunehmen und das mal auszuprobieren mit dem Team. Weil ich mir vorstellen kann, mit Lucario auf Spezial, weil mir auch ein Spezialangreifer fehlt. Ich habe eigentlich nur Rotom auf Spezialangriff. Wäre es ganz gut, da nochmal eine Ausweichmöglichkeit zu haben auf Spezialangriff. Deswegen werde ich mir anstatt Knackrack ein Lucario heute machen. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne Kanal abonnieren, Like auf dem Video lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.